Was ist denn das? Interessant. Und öffnen. Hörspielprojekt.de, die Community für Hörspielmacher. Die Luft war schlecht hier unten auf der Maschinendecketage. Aber wie bei so vielen Passagieren dieses Schiffs hatte Igor keine andere Wahl. Er gehörte zu den Unterprivilegierten an Bord der St. Petersburg, einem russischen Metropolschiff, das mit gut 100.000 Passagieren und 4.500 Mann Besatzung nun seit mehr als 3 Jahrzehnten unterwegs war nach MER 19, einer neuen Welt. Hoffnungsvoll war er damals an Bord gekommen, als Maschineneinrichter, und die ersten Jahre lief es auch sehr gut. Doch dann kam die Trennung von seiner Frau, Alkohol und der Verlust seines Jobs. Danach war er nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Nun interessierte ihn nur noch, wo er seine Tagesration Wodka herbekam und ein warmes Plätzchen für die Nacht. Da bist du ja wieder, kleine Rasse. Komm her, du bist doch mein einziger Freund. Ich hab dir extra was von meinem Essen aufgehoben. Ich hatte gehofft, dich heute wiederzusehen. Ja, das schmeckt dir, was? Ich frage mich, wie es seinen Vorfahren gelungen ist, an Bord zu gelangen. Viele Tiere gibt's ja nun nicht auf diesem Schiff. Hey, was hast du denn? Bleib doch hier! Bleib doch hier! Etwas traurig sah Igor der Ratte hinterher, die rasch in einem Loch in der Wand verschwand. Nun bemerkte er auch, wer die Flucht des Tieres ausgelöst hatte. Ein dunkel gekleideter Mann war an ihn herangetreten. Er trug einen Hut und unter der Krempe stachen 2 strahlend blaue Augen hervor. Wer bist du denn? Das ist mein Platz. Ganz ruhig stellte der Mann einen großen Koffer ab, kniete sich hin und öffnete ihn. Sofort entfalteten sich 8 dünne Metallbeine, fast wie von einer überdimensionierten Spinne. Der Mann half etwas nach und schon drehte sich der Koffer auf die Beine. Nun sah dieses Gebilde wie eine Schabe aus, die aufgeklappten Kofferschalen wie einen Rückenpanzer mit sich führend. Der Mann gab etwas auf sein Armpad ein und schon setzte sich der Roboter in Bewegung. Was soll das? Verdammt! Nein! Nimm das weg! Es hält mich fest! Ah! Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben, aber wir alle mehren diese Zeilen. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen. Lev Kalinin war zwar kein Schiffsgeborener und vor gut 35 Jahren in Moskau auf die Welt gekommen, kannte seine Geburtsstadt und die Erde aber nur aus Dokumentationen. Er konnte sich nicht mehr an die Stadt erinnern, die er als Einjähriger verlassen hatte. Seine Eltern waren während der 38er-Revolte um ihr Leben gekommen, dem verhängnisvollen Jahr, als sich die Arbeiter gegen die Herrschenden aufgelehnt hatten und kläglich gescheitert waren. Fast alle waren damals hingerichtet worden, auch seine Eltern. Und wäre nicht sein Onkel gewesen, der ihn unter seine Fittiche genommen hatte, hätte sein Schicksal wohl ebenso ausgesehen wie bei dem bedauernswerten Toten, der nun vor ihm lag. Geht doch mal beiseite, Leute! Ihr behindert die Polizei! Gaffen ist verboten! Es ist mein Bürgerrecht, hier zu sein. Sie können mir gar nichts. Ja, genau! Lasst dir bloß nichts gefallen! Verschwendet hier! Sofort! Sonst lasse ich euch alle einbuchten! Ja, ist ja gut. Komm, Mann. Gehen wir lieber.
Der bärtige, hochgewachsene Mann, dessen Worte diese Wirkung entfaltet hatten, war Andrei Kalinin, Oberkommissar der Mordkommission und zuständig für die 20 Unterdecks, zu denen auch das Maschinendeck gehörte. Er war Levs Vorgesetzter, sein Onkel und so etwas wie sein Vater. Wieder das gleiche Muster. Die komplette Rückenhaut wurde sauber vom Fleisch abgetrennt. Was verbindet dieses Opfer mit den anderen? Bei Olga Terinmova war es auch der Rücken, bei den anderen ein Oberarm und zweimal die Wade. Das sind klassische Stellen für ein Tattoo, würde ich sagen. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber es ist doch unsinnig. Was will der Mörder damit? Selbst wenn es ein ansprechendes Motiv wäre, er könnte es ja schlecht auf einen Rahmen spannen und an die Wand hängen. Ja, wieso nicht? So ein kranker Bastard hat er bestimmt keine Skrupel. Das Schiff ist ein Dorf. Hier kann keiner Geheimnisse haben. 100.000 Menschen sind nicht viel. Und davon befinden sich gut ein Fünftel im Tiefschlaf. Würdest du das wollen? Aufwachen und du hast nichts von der Reise mitbekommen? Bist noch genauso jung wie beim Abflug? Ach, das hat nichts mit Wollen zu tun, mein Junge. Nur mit Geld. Nicht viele konnten sich das leisten. Ich weiß nicht. Ich möchte die Zeit hier nicht missen. Ja, so. Gib den Leuten Bescheid, dass sie die Leiche abholen können. Ich habe genug gesehen. Schön gut. Ja, in Ordnung. Ich würde nachher den Namen der Opfer nochmal durch den Computer jagen. Vielleicht gibt es ja Gemeinsamkeiten, die wir bisher übersehen haben. Mach das. Aber arbeite nicht so lange. Alles klar. Grascha Bolschakowa zupft an ihrem Lippenpiercing. Sie war wahrscheinlich die einzige Person auf der St. Petersburg, die auf alle Seiten des Schiffsnetzes Zugang hatte. Dabei benutzte sie noch eine altmodische Tastatur und sprach nicht direkt mit der Sprachsteuerung, wie es üblich war. Du hast doch so eine schöne Stimme, Grascha. Wieso benutzt du die nicht, sondern dieses antiquierte Ding? Weil ich es kann. Zufrieden? Ich stehe eben auf so vorsintflutliche Dinge. Und wie hast du die Tastatur überhaupt angeschlossen? Hab etwas gebastelt und dann ein Programm geschrieben, damit die Tastatur überhaupt unterstützt wird statt der Spracheingabe. So wie zu Großmütterchens Zeiten. Muss doch meinen Ruf als seltsame, aber talentierte Netzexpertin rechtfertigen. Ich kenne sogar jemanden, der steuert seinen Computer mit einer Kontaktlinse. Das ist ganz krank, finde ich. Mit dem Ding kann er sogar filmen. Ich glaube, er macht heimlich Sexfilmchen von seinen Gespielen damit. Sachen gibt's? Sollte ich mir den Typen mal vornehmen? Ach, lass ihn. Ist ein harmloser Perverser. Da haben wir auch schon eine Gemeinsamkeit gefunden. Igor Sorokin und Olga Terinmova hatten beide ein Rückentattoo. Sie sind beide mit Foto auf farbnadel.ru drin. Aha. Und die anderen drei? Hier ist noch eins von Wladimir Iljin zu finden. Aus einem Fitnessstudio. Mann, war der gut gebaut. Das interessiert jetzt nicht. Von hinten gibt es nicht zufällig auch ein Bild? Ich hätte gerne seine linke Wade gesehen. Sieht nicht so aus. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Ah, hier. Da kann man wenigstens erkennen, dass er ein Tattoo auf der Wade hatte. Siehst du, Lev? Ah, da ist etwas. Kannst du das Motiv berechnen lassen? Das ist zu wenig für den Computer. Tut mir leid. Na gut. Sag mal, kannst du herausfinden, wer die beiden Rückentattoos gestochen hat? Das ist einfach. Bei den Motiven? Das kann nur einer sein. Ach. Fjodor Belov. Dieser verrückte Künstler? So ist es. Danke. Lev Kalinin hatte die Juk-Adin-Linie genommen. Eine von zwei Spurtbahnen, wie sie im Volksmund hießen, die Passagiere von dem vorderen in den hinteren Teil des Schiffes brachten. Schon nach kurzer Zeit war er an seinem Zielort angekommen und bestieg dann einen Lift, der ihn auf die 35. Ebene brachte. Ein blinkender Pfeil auf seinem Armpad zeigte ihm dann den restlichen Weg zu dem Apartment von Fjodor Belov. Das Hologramm einer freundlichen jungen Dame erschien an der Eingangstür. Sie wünschen? Lev Kalinin, ich möchte zu Herrn Belov. Man hat mich angemeldet. Bitte warten. Ist gut. Bitte warten. Bitte warten. Ja, ja. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Herr Kalinin? Ja? Herr Belov erwartet Sie. Danke.
Als Lev die überdimensionale Eingangshalle betrat, blieb ihm fast die Luft weg über die ganze Pracht, die ein Mensch auf der St. Petersburg besitzen konnte. Er spiegelte sich auf dem Fußboden und links und rechts säumten Schaukästen die Halle. In ihnen bewegten sich nackte Menschen, Frauen wie Männer, die meisten von oben bis unten tätowiert. Verschiedenfarbige Leuchter bestrahlten sie von unten und verliehen ihnen etwas Gespenstisches. Aus einer sich nun öffnenden weiteren Tür betrat nun ein weißhaariger Mann in einem Bademantel den Raum und kam lächelnd auf Lev zu. Er streckte ihm schon aus der Entfernung seine Hand entgegen. Ich grüße dich, mein Freund. Guten Tag, Herr Belov. Sag Fjodor zu mir. Du bist doch der Neffe von Andrei, nicht wahr? Ja, das bin ich. Kennen Sie meinen Onkel? Schon viele Jahre. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Wie gefällt ihm ein kleiner, ich sage immer, Menschenzoo? Werden die Leute darin bezahlt? Natürlich. Alles ganz legal. 2 Pausen bei einem 12-Stunden-Tag, dazu gute Kost und eine fürstliche Bezahlung. Ich habe meine Werke gerne bei mir. Und die Tattoos haben Sie ihnen gestochen, nehme ich an. Jedes einzelne. Nicht schlecht. Nun ja, der Grund meines Besuches ist jedoch ein anderer. Seit einigen Wochen werden schlimm zugerichtete Leichen gefunden. Diese Leichen haben eine Sache gemeinsam. Ein Tattoo von Fjodor Belov. Also hat es jemand auf meine Kunst abgesehen? Sieht ganz so aus, ja. Und was will die Polizei jetzt unternehmen? Naja, ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht eine Aufzeichnung darüber hätten, wen Sie alles verschönert haben. Das habe ich, mein Junge. Aber leider kann ich Sie die nicht überlassen. Das Ganze ist privat. Da müsste ich zunächst die Models befragen, ob ich Ihre Daten herausgeben darf. Herr Belov, Sie würden uns wirklich damit helfen und verhindern, dass es weitere Opfer geben könnte. Tut mir leid, da habe ich meine Prinzipien. Wir haben da auch Verträge abgeschlossen. Wenn das so ist, dann werde ich mir gerichtlich Zugang zu den Daten verschaffen müssen. Gerichtlich? Wie lächerlich. Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du redest. Das werden wir noch sehen. Auf einmal so schroff? Aber tu das, mein Junge, tu das. Und jetzt musst du mich entschuldigen. Du findest den Weg. Danke, ja. Hier meine Karte mit meinen Kontaktdaten. Vielleicht überlegen Sie es sich ja noch einmal. Es geht um Menschenleben. Danke. Und grüß deinen Onkel von mir, ja? Lev antwortete nicht. Er steuerte unter den Blicken des Menschenzoos auf den Ausgang zu, an dem das Hologramm kurz aufflackerte und ihm mit einer ausladenden Geste den Weg nach draußen wies. Auf Wiedersehen. Lev wartete auf seine Sportbahn. Lange konnte es nicht mehr dauern, da sie stets im 15-Minuten-Intervall diese Station passierte. Sein Armpad leuchtete auf, das Zeichen für einen eingehenden Kontakt. Eine hübsche junge Frau erschien auf dem Display. Herr Kalinin? Ja? Mein Name ist Aljona Lazareva. Sie haben mich vermutlich in einem der Schaukästen gesehen. Bei Herrn Belov? Ja, genau. Der Geräuschabsorber meines Kastens funktioniert nicht richtig. Und so konnte ich Teile Ihres Gesprächs mit anhören. Und? Es geht um meine Freundin Irina. Sie hat auch ein Tattoo von Belov auf ihrem Rücken. Und ist vor einigen Tagen bedroht worden. Allerdings hat sie kein rechtes Vertrauen zur Polizei. Aber als ich das heute gehört habe, dass Menschen umgebracht wurden, ich dachte, vielleicht könnten Sie... Selbstverständlich. Wo wohnt Ihre Freundin? Im Arbeiterviertel 123. Dritte Ebene, Wohnblock 14. Ihr Name ist Irina Sobolewa. Aljonas Arbeitstag war für heute beendet. Zunächst hatte sie es als komisch empfunden, nackt in einem Schaukasten zu posieren. Doch der alte Künstler interessierte sich eher für die Männer. Und wenn einmal Gäste zu Besuch kamen, sahen die meisten eher beschämt weg. Sie hatte nun frisch geduscht und zog sich gerade an, als ein Kollege von ihr hereinkam. Der junge Mann war noch immer nackt und machte keine Anstalten, sich zu bedecken. Es war Misha, mit dem sie bis vor einiger Zeit noch zusammen gewesen war. So war seine Nacktheit auch nichts Besonderes für sie.
Aljona, du gehst mir seit Wochen aus dem Weg. Wir müssen endlich reden. Reden? Ich habe mit dir nichts mehr zu bereden, Mischa. Du hast mir zwei Zähne ausgeschlagen, du brutales Schwein. Du hast mich auch provoziert. Außerdem hatte ich Sporentus. Du weißt genau, was diese Droge mit einem macht. Noch ein Grund, weswegen ich nicht mehr mit dir zusammen sein will. Ich will nicht wieder rückfällig werden, nur weil mein Freund nicht davon loskommt. Ey, ich verspreche dir, dass ich eine neue Entziehungskur machen werde. Ich verdiene hier genug, dass ich mir das bald leisten kann. Oben in Ebene 26. Es ist zu spät, Mischa. Außerdem habe ich einen neuen Freund. Das glaube ich dir nicht. Mir doch egal, was du glaubst. Lass uns doch noch einmal auf einen Kaffee zu Boris. Ist doch ein neutraler Ort, an dem wir in Ruhe... Ja, vielleicht trinke ich einen Kaffee bei Boris. Aber bestimmt nicht mehr mit dir zusammen. Und jetzt sprich mich nie wieder an. Du Schlampe! So lässt du mich nicht zurück, hörst du? So nicht! Arbeiterviertel 123. Diese Gegend stand im totalen Gegensatz zu der, die Lev vorhin erst besucht hatte. Rostige und verschmierte Metalltüren reihten sich links und rechts von schmalen Gängen, bei denen ein wohlbelebter Mensch schon Probleme bekommen konnte. Doch die meisten hier waren vermutlich so arm, dass es kaum für eine vernünftige Mahlzeit reichte. Einige bettelnde Kinder verharrten in einer Nische aus und sahen ihn mit großen Augen an. Es fiel ihm schwer, nichts zu geben, doch wollte er auch nicht die ganze Gegend auf sich aufmerksam machen. Einige Schritte weiter entdeckte er ein kleines Schild mit dem gesuchten Namen: Irina Soboleva. Ja, bitte? Mein Name ist Lev Kalinin. Ihre Freundin Aljona schickt mich. Bist du ihr neuer Freund? Sag ihr, sie bekommt das Geld am Wochenende. Ich hab's noch nicht zusammen. Nein, nein. Sie macht sich nur Sorgen. Ich bin von der Polizei. Ach Scheiße, was soll das denn? Darf ich reinkommen? Ihre Freundin hat es gut gemeint. Ach, meinetwegen, aber es ist nicht aufgeräumt. Danke. Die junge Frau, deren bräunliche Dreadlocks wie angewachsene Vipern ein Eigenleben zu führen schien, räumte schnell einige Kleidungsstücke von einem abgewetzten Sessel und machte eine einladende Handbewegung. Dann ließ sie das zusammengeklaubte Häufchen neben sich achtlos fallen und nahm auf einem karierten Sofa ihm gegenüber Platz. Möchtest du einen Kaffee oder einen Tee? Oh, ich habe aber nur Kamille. Vielen Dank, nein. Aber es wäre mir lieb, wenn Sie mich siezen würden. Ich bin schließlich dienstlich hier. Ja, ist gut her, Polizist. Ihre Freundin sprach davon, dass Sie bedroht worden seien. Erzählen Sie mir davon. Es war vor einer Woche. Ich kam gerade von der Arbeit. Wo arbeiten Sie? Ich bin Maschineneinrichterin in der Triebwerkssektion 2. Ein Scheißjob. Dreckig obendrein. Aber jemand muss ihn ja machen. Okay. Und weiter? Es war auf dem Nachhauseweg. Ich nehme nie die Bahn, sondern jogge durch die Gänge. Dabei komme ich immer durch den Lötkolbenbereich. So nennt man das hier, ein ziemlich desolater Bereich im 6. Mhm. Ein Mann rempelte mich an. Oder schubste mich sogar absichtlich. Jedenfalls fiel ich hin. Er aber grinste nur, richtig unheimlich, und stellte dann einen Koffer vor mir ab. Ich schimpfte lautstark, sodass noch einige Leute dazukamen. Er verschwand dann eilig. Aha. Haben Sie gesehen, wie er aussah? Nicht richtig. In dem Bereich funktionieren die Lampen kaum. Aber er hatte einen seltsamen Hut auf. Einen Hut? Ich meine, wer trägt auf diesem Schiff schon einen Hut? Ist schon etwas skurril, oder? Warum haben Sie der Polizei nichts davon erzählt? Sie können mir vertrauen. Es bleibt alles unter uns. Ich wollte keinen Ärger. Ich habe eben noch einen kleinen Nebenverdienst. Viele der Arbeiter haben keine Familie. Keine Frau, wenn Sie verstehen. Ich wollte nicht, dass Sie in meinen Angelegenheiten herumschnüffeln. Verstehe. Ja, jedenfalls fühle ich mich seitdem verfolgt. Ich meine, dass ich ihn auch ein weiteres Mal gesehen habe, aber ich kann es auch nicht beschwören. Sagen Sie, sind Sie tätowiert? Ja, wieso? Haben Sie ein Bild von der Tätowierung? Nein, aber wenn Sie sie sehen wollen. Irina stand auf, drehte sich um und zog ihr Shirt hoch.
Lev blickte auf ein großflächiges Tattoo auf ihrem Rücken. Auch wenn er kein Spezialist war, wettete er, dass der Künstler Fjodor Belov hieß. Lev war erst spät an diesem Abend wieder zu Hause. Lange hatte er über die junge Frau Irina nachgedacht. Sie schwebte vermutlich in großer Gefahr. Er hatte seine Kollegin Grascha kontaktiert und sie gebeten, die Kontaktlinse zu besorgen, die sie erwähnt hatte. Vielleicht konnte man dem Mörder eine Falle stellen, falls Irina mitspielte. Als er das gemeinsame Apartment betrat, in dem er mit seinem Onkel wohnte, wartete dieser schon auf ihn. So spät. Lev, mein alter Freund Fjodor hat sich bei mir gemeldet. Er war entrüstet, wie du mit ihm umgegangen bist. Musste das denn sein? Er hat sich als wenig kooperativ gezeigt, Onkel. Fjodor hat Beziehung zur Führungsschicht. Du solltest vorsichtig sein. Was? Noch habe ich meine schützende Hand über dich, aber wir sollten wissen, wo wir stehen. Was soll das heißen? Dass er immun ist? Nein, keiner steht über dem Gesetz. Aber er kann schon unbequem werden, wenn man ihn ärgert. Er ist aber eigentlich ein guter Kerl. Ich kenne ihn schon so lange. Aber warum will er uns dann nicht bei der Aufklärung helfen? Er wird seine Gründe haben. Ich weiß, dass du scharf darauf bist, einen großen Fall zu lösen. Das war ich in deinem Alter auch. Das hat damit gar nichts zu tun. Doch jetzt bin ich froh, dass ich in wenigen Tagen mein Rentenalter erreicht haben werde. Als Dank bekomme ich wahrscheinlich einen Strauß künstlicher Blumen und ein Ständchen von den Kollegen. Ich weiß, die Bezahlung könnte besser sein. Aber bist du nicht auch ein wenig stolz, dass du die bösen Buben Ding festgemacht hast? Die St. Petersburg ist auch dank dir ein so sicherer Ort. Und das sollte sie auch bleiben. Und das wird es auch. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Deshalb konzentriere dich auf die wichtigen Fälle und nicht so sehr um die Ermordung eines Obdachlosen oder einer Prostituierten. Diese Fälle bringen jedenfalls keinen Ruhm. Ich verstehe dich nicht. Sollten wir so unterschiedliche Vorstellungen von Polizeiarbeit haben? Für mich ist jeder Fall wichtig, egal wen es betrifft. Du bist noch jung und voller Ideale, Lev. Sprechen wir uns in 30 Jahren nochmal wieder. Sollte ich da noch leben, dann wirst du verstehen, was ich meine. Wenn du meinst. Kopfschüttelnd ging Lev zum Nahrungsverteiler, orderte ein mit Wurst und Remoulade belegtes Brötchen und aß es, während er in seinem Schlafzimmer verschwand. Heute stand ihm nicht mehr der Kopf auf weitere Gespräche mit seinem Onkel. Hallo Grascha, hast du die Kontaktlinse von deinem Freund bekommen? Mein Freund? Na klar. Du weißt doch, dass ich auf Frauen stehe. So meinte ich das ja nicht. Hier, in diesem Kästchen. Kannst du mir das Ding erklären? Ja, setz sie ein. Sieht aus wie eine ganz normale Kontaktlinse. Ist sie richtig drin? Aha. Dann blinzel zweimal kurz hintereinander. Ah, ja. Ja. Jetzt erscheint ein Display vor meinem Auge. Steht die Verbindung zum Rechner schon? Ja, verbunden. Ist ja selbsterklärend. Alles, was du siehst, wird nun auf dem Rechner wiedergegeben. Siehst du? Aha. Und steuern kannst du ihn jetzt auch. Perfekt. Und was ist das da? Reimar S35. Du kannst den Reinigungsroboter an diesem Zimmer steuern, der nicht verschlüsselt ist. Ah. Ist doch praktisch. Aber das brauchen wir nicht. Die Aufnahmefunktion ist mir wichtig. Ich soll fragen, wann Anton die Linse zurückbekommt. Denn Anton wird vielleicht einige Tage ohne sie auskommen müssen. Das wird ihm nicht gefallen. Ja, sorry. Sag ihm, dass er eine Aufwandsentschädigung bekommen wird. Und einen Orden oder sowas. Ganz bestimmt. An diesem Tag hatte Irina sich vorgenommen, aufzuräumen. Doch war es bei diesem Vorsatz geblieben. Als sie Lev Kalinin hereinließ, hatte sie wenigstens einen Platz für ihn freigeräumt und ließ noch schnell einen BH in einer Ecke verschwinden. Der Kommissar achtete nicht weiter darauf und erklärte ihr dann die grundlegenden Dinge im Umgang mit der Linse, die sie in ihr rechtes Auge einsetzte. Sie grinste Lev an. Und Sie können dann alles sehen, was ich auch sehen kann? Ich habe die Linse mit meinem Armpad verbunden. Ist das nicht... Verstehen Sie mich nicht falsch, aber kommen Sie sich da nicht wie ein Spanner vor? Das hier ist kein Spaß, Frau Sobolieva. Sie sind in ernsthafter Gefahr. Ich kann mich ganz gut verteidigen. Ich habe Ihnen alles Weitere, was Sie wissen müssen, aufgeschrieben. Auch wie Sie die Verbindung unterbrechen können, wenn Sie zur Toilette wollen oder ähnliches.
alles, muss und will ich auch nicht mitbekommen. Hauptsache, es ist aktiv, wenn Sie Ihre Wohnung verlassen. Und dann filme ich meinen eigenen Tod, oder wie? Die Polizei in diesem Sektor ist alarmiert. Wenn es zur Konfrontation mit dem Mörder kommen sollte, können Sie schnell eingreifen. Na, das ist ja sehr beruhigend. Das kleine Café im Chruschtschow-Sektor war nicht besonders gut besucht, aber Aljona mochte es und saß hier oft nach der Arbeit für ein halbes Stündchen und schaute dem Treiben der Leute zu. Sie hatte sich gefreut, als ein Anruf von Irina gekommen war, und so hatten sie sich verabredet. Durch Aljonas Ex-Freund Misha waren gemeinsame Unternehmungen mit ihr etwas eingeschlafen. Irina hatte ihn nicht leiden können und aus ihrer Abneigung nie einen Hehl gemacht. Boris, wie spät ist es? Gleich 6. Ach Mist, wo bleibt die denn? Wurdest du versetzt? Ach, ganz pünktlich war Irina noch nie. Ich muss auch schnell Mädchenkram kaufen. Sagst du ihr, dass sie warten soll, wenn sie kommt? Ist das die mit den Dreadlocks? Genau, du kennst sie also noch. Schon lange nicht mehr gesehen. Sieht sie immer noch so scharf aus? Was kommt als nächstes? Die Frage nach ihren Kontaktdaten? Schon gut, ich sage ihr Bescheid. Kauf du dein Mädchenkram. Aljona hauchte dem kahlköpfigen Mann einen Kuss zu und stand auf. Sie beeilte sich und würde schnell in die Drogerie im angrenzenden Sektor gehen. Dann war sie in 10 Minuten zurück. Im Gegensatz zu ihrer Freundin war sie stets bemüht, pünktlich zu sein. Das steckte einfach in ihr drin. Sie nahm die Abkürzung durch einen Wartungsgang. Offiziell war der Durchgang zwar verboten, aber da sie mal als Reinigungskraft in diesen Gängen beschäftigt gewesen war und noch einige Verantwortliche von früher kannte, setzte sie sich einfach darüber hinweg. Aljona ging etwas schneller, als sie das Gefühl bekam, dass sie nicht allein in dem Gang war. Sie drehte sich nicht um, hörte aber die Schritte. Doch dann wurde ihr ein Tuch vor die Atemwege gedrückt und sie verlor das Bewusstsein. Scheiße, ich bin zu spät. Suchst du deine Freundin? Ja, Aljona. Die kommt gleich wieder. Wollte eben in die Drogerie. Du sollst auf sie warten. Kann ich dir schon mal etwas bringen? Danke. Später. Ich gehe ihr eben entgegen. So wie ich sie kenne, hat sie die Abkürzung durch den Wartungseingang genommen. Okay. Dann reserviere ich 2 Plätze für 2 besonders hübsche Damen. Hoffentlich schlägt sich das auch in den Preisen nieder. Irina lächelte und tätschelte dem Wirt flüchtig an der Schulter. Schnell überquerte sie den Platz und huschte ebenfalls in den Wartungsgang. Er war eher schlecht beleuchtet und gewartet wurde hier offenbar gar nichts mehr. Sie erinnerte sich daran, dass sie ihren Sender bisher nicht eingeschaltet hatte. Sie blinzelte 2-mal kurz hintereinander und sah sofort, dass es funktioniert hatte. Vor ihrem Auge erschien ein Display, das ihm mitteilte, dass sie nun verbunden war. Als sie um die nächste Ecke bog, sah sie eine grauenhafte Szene. Ein Mann hatte sich über den reglosen Körper einer Frau gebeugt. Hey, du! Bleib stehen! Die Polizei ist informiert! Oh mein Gott, das ist Aljona! Herr Bellow empfängt momentan keinen Besuch. Öffnen! Herr Bellow empfängt momentan keinen Besuch. Grascha Bolschakowa drängte sich an den 5 Polizisten vorbei, missachtete das Hologramm und ging einfach durch die Erscheinung hindurch. Dann hielt sie ein kleines Gerät an den Türmechanismus und die Tür schwang auf. Der Trupp betrat die Halle und verteilte sich links und rechts. Unbefugte Eindringlinge, bitte verlassen Sie die Räumlichkeiten. Die Polizei ist informiert. Informiert ist gut. Moment, das habe ich gleich. Unbefugte Eindringlinge. Bitte. Na also. Danke, Grascha. Ich muss protestieren. Wer gibt euch das Recht, hier einfach einzudringen? Weiß dein Onkel davon? Das spielt keine Rolle. Die oberste Justizbehörde der St. Petersburg... Die oberste Justizbehörde? Ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin doch der berühmte Belov, angesehener Nadelkünstler auf dem ganzen Metropolenschiff. Herr Belov, wir sind nicht gekommen... Nein, das halte ich nicht aus. Ein Mann wie ich ist nicht für das Gefängnis geschaffen. Diese Schmach, diese Schande...
Du zerstörst mein Lebenswerk. Wir... Ich konnte es einfach nicht ertragen, dass meine Werke an den Körpern dieser asozialen Kreaturen verrottet... Was? Sie haben diese Menschen getötet? Ihnen die Tattoos vom Leib geschält? Ich? Nein, dein Onkel war's. Was? Das weißt du doch, hey, oder? Das weißt du doch. Mein Onkel? Wir sind nicht wegen Ihnen gekommen. Nicht? Nein. Mischa Morozov wurde des Mordes an Aljona Lazareva überführt. Der Tatvorgang wurde aufgezeichnet. Ihr seid wegen Mischa gekommen. Ich meine, Scheiße. Würde ich genauso sehen. Pavel, nehmen Sie Morozov fest. Natürlich. Holt den Kerl aus Schaukasten 2. Er wurde von einer Zeugin erkannt. Und sie wusste auch, dass er für sie arbeitet. Ebenso wie das Opfer. Ich werde nichts mehr ohne meinen Anwalt sagen. Oh doch. Was hat mein Onkel mit der Sache zu tun? Antworten Sie, sonst könnte ich durchaus dafür sorgen, dass Sie Ihre Zelle mit einem perversen Mörder teilen müssen. Die haben meistens nichts für Kunst übrig. Dein Onkel André steht noch immer in meiner Schuld. Wie meinst du, hat er es damals auf dieses Schiff geschafft? Woher rührt sein Wohlstand? Von dem lächerlichen Gehalt als Oberkommissar. Er ist der Mörder. Was? Er würde nie... Was haben Sie gegen ihn in der Hand? Hä? Du kennst André nicht wirklich gut, mein Junge. Deine Eltern sind nicht während der Revolte umgekommen, wie er es dir immer erzählt hat. Er hat seinen Bruder getötet. André war schon immer aufbrausend und gewalttätig. Es ging nur um Nichtigkeiten. Auch deine Mutter musste dran glauben. Was? Nur bei dir brachte er es nicht fertig, dich zu töten. Du warst damals kein Jahr alt und er nahm dich mit zu sich auf die St. Petersburg. Nein, nein. Woher wissen Sie das alles? Weil ich dabei war. Wir waren nicht nur Schulfreunde, wir führten eine Beziehung. Grascha, finden Sie sofort heraus, wo André sich aufhält. Oh, das kann ich euch sagen. Er ist wieder unterwegs. Das Opfer hat wunderbare Dreadlocks. Irina öffnete die Tür ihrer Wohnung. Sofort wurde der Raum erhellt und offenbarte ihr immer gleiches Chaos. Sie ließ sich neben einen Wäscheberg auf ihrem Sofa nieder, streifte ihre Schuhe ab und legte ihre Füße auf den Tisch. Durch ihre gestreiften rot-grünen Socken lugte ihr großer Zeh hervor. Fast apathisch fixierte sie ihn. Ihre Gedanken drehten sich um Aljona. Die Freundin war vermutlich das letzte Opfer des Serienkillers geworden. Sie hatte Mischa nie leiden können, aber das hätte sie ihm nicht zugetraut. Wer... Ganz ruhig, junge Dame. Was machen Sie in meiner Wohnung? Wie sind Sie hereingekommen? Die Polizei hat zu jedem Raum auf der St. Petersburg Zugang. Was wollen Sie von mir und was haben Sie in dem Koffer? Das zeige ich Ihnen. Andrei Kalinin stellte seinen Koffer auf dem Tisch ab, öffnete ihn. Irina sah die vielen Metallbeine, die sich nun ausklappten. Was war das für ein Ding? Sie beschloss, nicht auf eine womöglich unangenehme Überraschung zu warten und stürzte sich auf den Elternstuhl. Du kleines Biest! Der alte Mann stieß Irina von sich, tippte auf einige virtuelle Tasten auf seinem Armpad und schon setzte sich der Spinnenkoffer in Bewegung, umklammerte Irina von hinten und zerriss ihr Shirt. Oh, da werden wir ja lange brauchen. Das Tattoo ist ja ein wahres Meisterwerk. Tut mir leid für dich. Hättest du mal besser auf deine Mutter gehört und dir kein Tattoo stechen lassen. Hinterher bereuen sie es alle. Deine letzten Worte mehr? Nein? Dann nicht. Keine Verschlüsselung. Was sagst du? Kleiner Roboter hat kein WLAN-Passwort. Wie nachlässig.
Der Roboter löste sich von Irinas Rücken. Über das Display der Kontaktlinse fiel es ihr nicht schwer, die Spinne zu steuern. Sie krabbelte auf Andrei Kalinin zu, umklammerte seinen Brustkorb und aktivierte einen Laser. Nein! Lev Kalinin erreichte die Wohnung von Irina Soboljeva, als der Sarg bereits herausgetragen wurde. Lev berührte ihn fast zärtlich, nickte dann den Männern zu, die die Leiche seines Onkels fortschaffen würden. Dann betrat er die kleine Wohnung. Irina, geht es Ihnen gut? Es tut mir leid um Ihren Onkel. Ich wollte nicht, dass er getötet wird. Ich konnte die Aktivierung des Lasers nicht mehr rückgängig machen. Es ist nicht Ihre Schuld. Mein Onkel war scheinbar ein ganz anderer, als er uns alle glauben lassen wollte. Hier, die Linse. Hier haben Sie sie wieder. Danke. Meine Kollegin wird sie dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Ja, also dann, wenn Sie mal jemanden zum Reden brauchen, können Sie mich gerne anrufen. Gerne. Vielleicht mal auf einen Kaffee oder so. Würde mich freuen. Auf Wiedersehen, Frau Soboljeva. Ich habe jetzt noch, wie sagte man früher, Papierkram zu erledigen. Auf Wiedersehen, Kommissar Kalinin. Machen Sie's gut. Irina Soboljeva hob ihre Hand und winkte dem Mann zu, der an einem Tisch in Boris' Café saß und die Anstalten machte, aufzustehen. Es war das erste Wiedersehen nach Wochen und Lev wirkte etwas nervös. Er gab ihr unsicher die Hand. Oh, Sie sind pünktlich. Ich schon. Verzeihen Sie, meine große Schwäche. Heute mit Herrenbegleitung? Dann macht es wohl wenig Sinn, nach deinen Kontaktdaten zu fragen. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ach ja, Kommissar Kalinin. Und du, sag doch bitte Lev zu mir. Sie hörten Zukunftschroniken, ein echter Belov. Erzähler Dennis Prasetio. Irina Soboljeva, Dorle Hoffmann. Lev Kalinin, Philipp Bösand. Fjodor Belov, Werner Wilkening. Andrei Kalinin, Alex Bolte. Grascha Bolschakova, Lisa Kardinale. Aljona Lazareva, Johanna Ehrlich. Boris Frank Keiler. Igor Sorokin. Michael Vogelmann. Mischa Morozov. Benedikt Benken. Hologramm. Birgit Arnold. Polizist Pavel. Marek Schädel. Mann 1 Klaus Neubauer. Mann 2 Jens Niemeyer. Intro Jörg Buchmüller. Credits Alex Bolte. Regie, Sounddesign und Schnitt Peter Struck. Idee und Skript Frank Hammerschmidt. Lektorat Michael Geerdes. Titeltrack Jokey One. Musik Blue Giraffe Epic Emotional und Epic Emotional Cinematic. Mahdi Composer Albinoni Adagio for Orchestra. Maya Filippi, Awakening. Olga Zilkova, Remember My Name, übersetzt aus dem Russischen. Rude Seconds of Life, übersetzt aus dem Russischen über Jemendo. PS Art Silence. Sounds Freesound.org. Paul Burkhardt. PS Art 99sounds.org. Bildbearbeitung Dominik Strunz. Model Thea Tassita.
Coverdesign und Artwork Thorsten Adams. www.ta-mediadesign.de. Das Hörspiel untersteht der CC-Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2018.